Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Requiem. Ich bin hier mit Lukas und ich bin das letzte Mal hier in den Abschnitt gestorben. Wir müssen zu Joseph ans Boot und wir müssen auch unbedingt versuchen, Kräuter zu finden, um Hugo zu beruhigen. Was war das? Joseph hat einen Krug mit Teer zerbrochen und er hat mit dem Feuer reagiert. So geht's natürlich schnell. Lukas, es wird zu gefährlich. Wir sterben noch oder verpassen das Boot. Ich muss meine Schleuder einsetzen. Ja, tu, was du tun musst. Wir brauchen das Boot um jeden Preis. Gut, dann los. Okay, hier gibt's gleich noch Zeug. Halte einen Gegner mit einer Teerpfütze auf und entzünde diese anschließend, um ihn zu eliminieren. Kombiniere Teer mit einem Topf oder zerbrich Teerkrüge, damit der Gegner in der Falle sitzen. Ja, das war recht schwer. Wir waren ja schon ein Stückchen weiter vorne. Da ist doch unser Freund, oder? Jupp. Stupefazio! Hört sich auch an wie so ein Harry Potter-Spruch, gell? So, hier können uns die Ratten aber erstmal nichts. Wir sind nicht mehr im Hafen. Was machen die Soldaten hier? Sicherstellen, dass niemand geht. So, und den können wir eigentlich schön mit Schleuder und Stein ausschalten. Der lässt uns gar keine Chance, Herr Joseph. Der macht die alle gleich rum. Ich bedanke euch fürs Einschalten, meine lieben Freunde. Das ist Part 10. Und so langsam wird's kritisch. Aber ich bin halt gespannt, was passiert. Ob wir wirklich nach Marseille kommen mit dem Boot. Und ob wir unseren Hugo auch helfen können. Gut, holen wir Thunfisch runter. So gehen wir zumindest erstmal den Wachen aus dem Weg. Ja, es ist riesig. Ich rieche Teer. Das haben sie also damit angestellt. Jemand scheint Angst im Dunkeln zu haben. Okay, jetzt haben sie da hinten den toten Soldaten gefunden. Ich frage mich ja, was passiert, wenn man jetzt... Den seine Fackel können wir doch löschen, oder? Das machen wir jetzt mal. So, der ist schon mal hinüber. Da haben wir einen potenziellen Gegner weniger. Das Schwierige war denn dort vorne oben. Da stand einer, ein Bogenschütze. Das war eigentlich die schwierige Passage. Müssen wir uns hier langsam anschleichen, wo sie die ganzen Unschuldigen Dieses auch verbrannt Feuer. Haben. Da brennt kein Holz. Es sind Leichen. Dort enden sie also alle. Wir haben kein Teer mehr und immer mehr Leichen. Das bedeutet, dass die Säuberung Fortschritte macht. Säubern? Die meisten dieser Menschen waren nicht mal krank. Das Biest löscht die Bewohner aus. Das ist ein Gemetzel. Sie alle sind der Krankheit ausgesetzt. Wir können es nicht riskieren, die Leute rauszulassen. Warum haben sie die Stadt abgesperrt? Ja, die Leute werden eingesperrt und dann entsorgt. Eine Kriegsstrategie. Kommt mir nicht so nah. Sobald wir Joseph erreichen, müssen wir zurück zum Haus. Ich hoffe, wir haben noch Zeit. Das ist sogar noch schlimmer als die Inquisition. Schlimmer geht immer. Wenn der Graf hier gewesen wäre... Vielleicht hat er vernünftig gehandelt. Ja, es hat geklappt. Niemand in Sicht. So, okay, den haben wir schon mal erledigt. Dort hinten, der dort oben kann uns im Moment zumindest auch nicht gefährlich werden. Wir müssen versuchen, uns hier hinten lang zu schleichen. Ich hoffe jetzt einfach nur mal, dass hier keine Ratten sind, weil sonst... Ne, die Schmaum stehen da ganz hinten rum. Die kommen jetzt hier nicht zu uns. Können wir uns hier noch ein bisschen was mitnehmen und ein bisschen was reinsnacken. Reinsnacken und einstecken. Und dann geht's hier runter.
So, der hat doch dort oben auch ein Feuer brennen. Das müsste ich doch auch ausmachen können. Ne, das geht von hier aus nicht. Ich kredenz mir mal noch ein bisschen was. Schön Teer haben wir. Haben wir recht viel von dem Teer. Ich könnte den natürlich auch mit Teer vollschlotzen. Das machen wir jetzt mal. Ich will es wenigstens mal probieren. Wie? Stirbt er nicht? Wie hat er das ausgehalten? Der hat doch erst Teer abgekriegt und dann hat er auch noch mal Feuer abgekriegt. Mist, jetzt sieht er uns natürlich, wenn wir uns hier aufbäumen. Okay, jetzt haben wir sie ganz schön aufmerksam gemacht. Hier geht's aber eine Treppe hoch. Das ist... Ui! Kommt er wieder in unsere Richtung? Oh, geil! Guck mal, das ganze Gras brennt ab. Oh, krass! Das hätte ich ja jetzt so nicht gedacht. Wenn ich da jetzt so einen Teertopf hinflacke... Ah, nee, so weit kommen wir gar nicht. Nee, das bringt irgendwie nichts mit den Teer. Mach mal den so kalt, der kann eh nichts. So, da ist noch einer von den Halunken. Wollt ihr euch verstecken? Bleibt in Sicherheit. Okay. Zwei weniger. Der ist jetzt natürlich ein Problem hier, der Junge. Aber warum funktioniert das nicht? Teer mit der Schleuder, nicht genug Material, das ist klar. Muss ich da den Topf werfen, oder was? Ah, er ist tot. Hey, geht's dir gut? Ich muss den Teer doch irgendwie anzünden können. Schon wieder Fehlalarm. Ich hab's gewusst. Ah, Mist. Leute, das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, warum das jetzt gerade hier nicht funktioniert. Ich dachte, Teer und Feuer ist hier das Maß der Dinge. So, kann ich den dort oben mit einem Stein ausschalten? So, jetzt ist der auch weg. Jetzt haben wir nur noch diesen großen Typen hier. Da können wir uns aber hochschleichen. Und vielleicht gibt es hier noch ein paar Ingredienzien für uns. Oh Mist, der ist da drüben. Oh nein, die Ratten sind hier oben, Leute. Was zur? Nichts. Die waren das, ganz sicher. Hier sind ein paar Ratten. Die können sich doch auf den stürzen, oder? Irgendwie haut's gerade nicht so hin, was ich will. Aber solange ihr wisst... Gäste. Fangt an zu suchen. Solange ihr wisst, was ich machen wollte, ist ja alles in Ordnung.
Jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter. Schade ist, dass wir jetzt ganz schön viel geile Munition verbraucht haben. Das gefällt mir natürlich nicht. Und ein Messer haben wir nämlich auch nicht mehr. Ich habe Angst, plötzlich Mutter und Nico zu erblicken. Ich glaube, sie säubern erst die unteren. Sie haben uns! So, jetzt sind wir schon mal ein bisschen versteckt. Da drin ist nämlich eine Kiste. Hui, das hat noch mal geklappt. Gerade so. Ist aber auch ein ganz schön großes Gebiet, muss ich sagen. Aber vielleicht mache ich ja auch irgendwas falsch. Ich habe ja noch das Stupefaz-Show. So, wenn der jetzt wieder weg ist, können wir auch da rumgehen. Heieiei, Leute, das ist ja ganz schön nervenzerreibend. Lukas steht richtig gut da gerade. Der hat auf jeden Fall einen Kopf kürzer. Oh Mist, da hinten ist noch einer. Ich gehe weiter. Aber den da hinten, den kann man ausschalten. Und vielleicht den anderen dahin locken. Mist, das sind aber auch viele hier. Er ist wirklich tot. Dafür wird jemand büßen. So, da hinten ist auch nichts. Hier oben ist noch ein Teerkrug. Hier drin haben wir noch eine schöne Kiste. Können wir uns wenigstens ein bisschen was von unserem leckeren Zeug wiederholen, was wir so brauchen. Gut, Teer können wir jetzt nochmal machen. Ich komme nicht weiter. Oh, das sieht uns von dort unten, Leute. Das ist ja Hammer. Vielleicht sind sie da drüben. Lieber mal woanders suchen. Okay. Was ist das? Seltsam. Wo ist Josephs Boot? Der Steg muss hinter dem Tor liegen. Wenn er schon angelegt hat, dann könnte er Probleme bekommen. Beeilen wir uns. Okay, hier, da können wir das Licht löschen. Aber viel haben wir halt nicht mehr davon. Wir dann natürlich wieder anmachen. Weil der hat bestimmt noch was verloren, was wir gebrauchen könnten. Ah! Was machst du denn, Amicia? Nicht so treffsicher heute. So, schwarmschild euch ja weg. Oh, ich dachte schon, der hätte uns gerade gesehen. Wie nah der da rangeht. Der hat doch keine Angst. So, der kann wieder auf seinen Posten gehen.
muss ja eigentlich nicht zwangsläufig hier bleiben. Oh Mist, jetzt stappt er hier in unserem Revier rum. Diese Stadt versinkt im Chaos. Die Leute werden es nicht akzeptieren. Sie werden sich wehren. Hoffentlich handelt es sich nur noch um Stunden. Joseph weiß zum Glück, wie man kämpft. Okay, wir haben leider nichts mehr, womit ich den so richtig den Chaos machen kann. Also keine Rauchbomben und Co. Das ist natürlich recht schwer. Ich weiß nicht, ob ich mich auch an die ranschleichen kann und fertig machen kann oder ob das nur die ohne Helm sind. Geht der weg oder geht er nicht weg? Das ist hier die Frage. Ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, Leute, wa? Soll ich es mal probieren? Ich probiere es. Nee, ich kann nur kontern. Huiuiui, das war knapp. Kann ich den irgendwie weglocken mit einem Stein? Hier scheint es wohl nicht weiterzugehen. Genau, mach dich vom Acker, Kollege. Weil ich will hier durch. Dieser Gestank, der Teer überdeckte ihn. Jetzt rieche ich es auch. Aber ich kann mich ja nicht mal hier hinten lang schleichen. Ich muss dort zu den Stöcken gehen. Mist. Gibt's hier nicht irgendeine Ablenkung? Vielleicht ist es auch ein Fehler, dass der jetzt hier rumsteht. Der Hornochse. Jetzt setze ich hier fest. Ah, jetzt mach dich doch noch vom Acker, Kollege. Wenn ich euch finde, seid ihr dran. Ich will nicht sterben. Ja! Oh, jetzt hat er es geschafft, sich zu retten. Gibt's doch nicht. Okay, wenn wir uns hier eine Fackel entzünden. Wenn der jetzt dort stehen. Ah, macht er nicht. Wie soll ich an denen vorbeikommen? Na, überlegt zumindest mal, wie er es schaffen könnte, aber auf die Idee, um durchs Gras hier zu gehen, das macht er nicht. Ah, Mist, Leute, das ist echt gerade schwierig. Jetzt hat er mir meine ganze Strategie versaut hier. Aber er muss ja durch die Ratten gehen, theoretisch, wenn ich hier mir das Stöckchen nehmen will. Oder? Kann er da was machen? Was? Mal gucken, was, ob der jetzt hier durchkommen kann. Ihr gehört mir! Jetzt kommen sie! Es ist noch nicht vorbei! Irgendwie kriege ich euch! Ich häng fest! Aber ich bin noch nicht mit euch fertig! Feiglinge, kommt raus! Was? Ihr, da seid ihr ja! So. Oh nein! Versuchen wir es heute Nacht mit einem großen.
Okay, Leute. Das hat funktioniert. Das finde ich jetzt schon wieder geil, dass das geklappt hat. Was ist das? Ihr seid bestimmt da drüben. Bleib weg. Er hat uns natürlich auch ein bisschen vergessen jetzt. Nicht hierher, nicht hierher. Ah, Mist, hä? Wie kommt er jetzt hier durch? Nee. Nee, alles gut. Macht er nicht. Ah! Okay, da drüben können wir nochmal Licht anbrennen. Ah, das gibt's doch nicht. Jetzt haben die hier eine kleine Rattenstraße. Okay, da müssen wir probieren. Trick 17. So, kommt der jetzt hierher oder kommt er nicht hierher? Das ist jetzt die Frage. Mist, Leute. Mist, Mist, Mist. Wo zur Hölle? Sie sind weg. Ich kann nicht, Amicia. Schwärmt aus! Sucht alles ab! Willkommen zurück. Das gibt's doch nicht, Leute. Ja, aber wie komme ich denn hier runter? Hätte ich wahrscheinlich wirklich nur über die Brücke gemusst. Aber sie hat ja gesagt, nicht hier lang. Die sind garantiert. Sie haben uns. Ihr Schafsköpfe, jetzt weiß ich, wo ihr seid. Er kommt her. Na komm nur her. Ich meine, ich könnte das Feuer dort löschen. Oh Mist! Ich kann dir, Amicia! Gut, du bist wieder da! Wir wurden entdeckt! Leute, das ist gerade richtig schwierig für mich, obwohl es wahrscheinlich. Ja! Wo es wahrscheinlich komplett einfach ist. Aber ich fand es jetzt schon heftig, 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 pup heftig. Leute. Ich sehe den Weg nicht. Geht er einfach hier runter? Ja, das wäre ja zu einfach, oder? Ah, Rudi mit seiner Riesenkelle kommt auch nochmal her, natürlich. Diese Stadt versinkt im Chaos. Die Leute werden es nicht akzeptieren. Sie werden sich wehren lassen, oder? Hoffentlich handelt es sich nur noch um Stunden. Joseph weiß zum Glück, wie man kämpft. Ah, oder müssen wir uns hier hinten lang schleichen? Das kann natürlich sein. Oh, Zweier. Na, das ist ja richtig krass. Na, Leute. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Weg so einfach ist. Okay. Dann war die letzten 20 Minuten spannend. Jetzt aber schnell. Okay, können wir noch was machen? Nee, wir haben ja erst im letzten Part einiges verbessert. Gut. Er ist da.
verdammt! Ich dachte, ihr schafft es nie! Kommt! Eilig, warte mal kurz ab. Gibt's hier oben noch was? Danke, dass du gewartet hast. Und für deine Hilfe. Naja, ihr wart auch beteiligt. Und wo ist der Rest eurer Gruppe? In der Stadt, sie bereiten sich vor. Ich sollte... Hugo, was haben sie getan? Ich hole sie ab. Wir treffen uns am Steg hinter dem Haus. Sei vorsichtig. Was geht hier vor sich? Oh nein, jetzt wieder zurück in die Stadt. Amicia, bist du irre? Wir haben es gerade geschafft. Ich dachte, die kommen mit dem Verdun ziemlich schnell hierher. Zum Steg. Da, das Haus. Ein böses Omen, glaubt mir. Die Ausgangssperre gilt noch. Zurück in die Häuser. Was ist los? Sag es uns. Sag die Wahrheit. Nein, nein. Lauft, lauft weg. Oh mein Gott. Nein! Verdammt, Leute, verdammt! Komm schon! Was ist hier los? Was haben Sie dir angetan? Nein! Ja, es muss irgendwas mit Hugo zu tun haben. Was passieren würde? Das ist sicher dieser verfluchte Verdun. Weiß, was der mit dem Hugo gemacht hat. Und deswegen sind die Ratten jetzt extrem aggressiv. Da. Das Haus! Ich schaffe das! Okay, dort müssen wir. Oh! Oh nein, nein, nein! Diese Biester, dass die aber auch Amicia so angehen. Ich meine, Hugo können sie ja steuern. Bitte, Hugo, hör auf! Ich komme zu dir! Ruf, wir müssen hier weg! Bleib nicht hier, Madame, sie kommt! Ah! Boah, die Rattenwelle. Schneller! Das Haus, es steht noch los, schnell! Schneller, schneller! Ist das krass, die sind noch mal viel aggressiver als im ersten Teil. Ihr verfluchten Dämon! Ihr kriegt mich nicht, ihr Kreaturen der Hölle! Sterbt, ihr Ratten! Sterbt! Er ist euer Sohn, du Verdammt! Ah, die Beschützerin, na endlich! Beruhigt sich nicht, ich weiß nicht weiter. Lass mich! Hugo, Hugo, ich bin hier! Ich weiß. Was ist passiert? Wir sollten hier raus, bevor alles zusammenbricht. Ja, Lukas wartet am Steg, also los. Die ganze Stadt in Erdboden gleich gemacht, diese ekelhaften Schmaumsviecher. Ja, Hugo hat einen Albtraum. Amicia, ich sollte ihn tragen. Ich mach das. Die ganze Stadt ist verloren. Alles verloren. Wir müssen gehen. Sowas.
gab's noch nie. Meine Güte, Leute. Der arme Hugo. Aber er kann ja auch nichts dafür. Er kann sie ja kontrollieren, wenn er denn nur möchte, aber... Er ist halt eine Gefahr für die ganze Welt. Was ist los? Mir ist schwindelig. Es ist nichts. Schlaf weiter. Ja, aber Leute, guckt euch das doch mal grafisch und... Jetzt gibt es ja auch diese komischen Rattengebilde. Dann ist die Stadt wirklich verloren, weil da haben sie sich alle rein verzogen. Er hat schon ein schweres Schicksal, unser kleiner Freund. Eine schwere Bürde muss er tragen. Nein! Diese Leute! Es ist zu spät. Weiter! Oh nein! Wer ist das? Oh, schlaf ein wenig, Hugo. Tu es für mich. Bitte nicht. Nein! Ich... Nicht hinsehen. Lass die Augen zu. Er wird verstehen, dass er es war. Die Ratten. Sie haben angegriffen. Nein. 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 Wir gehen, Hugo. Tut mir leid. Wie in meinem Albtraum. Alles nur wegen mir. Beruhige dich bitte. Nein. Ich bin schuld. Nein. Träume sind Träume. Verstanden? Auf dem Boot gebe ich dir etwas. Es wird dich beruhigen. Nein. Ich will, dass es aufhört. Tut mir leid. Es soll aufhören, Amicia. Das wird es. In Marseille helfen sie dir. Das ist nicht wahr. Das sagst du immer. Aber du lügst. Lügnerin. Hugo, ich... Bitte beruhige dich. Du hast das Recht, traurig und wütend zu sein. Aber du weißt, ich lasse dich nicht im Stich. Wir finden einen Weg. Ganz sicher. Na, eigentlich auf dem Wasser sind sie ja sicher. Wir sind unversehrt, Lukas. Es ist ein richtig großes Schiff, wäre vielleicht das Richtige. So ein Seefahrerleben. Aber ist ja auch nicht die Lösung. Ich meine, es muss doch irgendwie geheilt werden können. Magister Vaudin. Verstehe. Verlieren wir keine Zeit. Na gut, die haben es ja von unten garantiert gesehen, was da passiert ist. Tja, dann würde ich sagen, auf zu neuen Ufern, meine lieben Freunde. Puh, Leute, das ist ja richtig krass. Kapitel 5, unruhiges Fahrwasser. Huiuiuiui, Leute. Das war's erstmal mit A Plague Tale Requiem Part 10. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.